Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir auf der Groundbreaker angelegt, haben probiert, den einen oder anderen zu töten, haben dann schlussendlich auch welche getötet. Also wenn ihr es verpasst habt, guckt nochmal nach. Und nun geht es darauf hin, die Groundbreaker mal so richtig anzugucken. Was gibt es hier? Gibt es hier Gegner? Was kann man hier so Schönes machen? Und wenn wir gleich in der Lobby ankommen, Junge, sieht das geil aus. Oh, da habe ich mich gefreut. Da habe ich mich richtig gefreut, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardets offices aren't for leisure time nor loitering. Ach so, ich dachte, das hat sie gesagt, weil wir im Büro bei ihr drinne waren. Okay. Auf wen ist denn gerade ein Kopfgeld ausgesetzt? Got a hot one for you. Captain Gunner McRed. Just 26 hours old. The posting, that is. Not the criminal. Allegations include several counts of flying under the influence, carrying open alcoholic containers, failure to pay docking fees, resisting arrest, and assaulting not one, but two officers. Angriff auf zwei Bären. Ich verstehe langsam, wo er tot oder lebendig gesucht wird. Dreadful, ain't it? Total. Such blatant disregard for order. It's a real problem in the youth these days. It's true enough that he ain't particularly deadly, but the interest on each fine being compounded as they are means he'll be paying with his life insurance. Only way to cover it. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Okay. You and about six other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head, or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Dankeschön. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass Venus Wells ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Er ist doch mein Kollege hier. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the wheres or what fors of his location, Udon Bedford would surely like to hear it. Hm. Ach, verdammt. Glad to hear it. Ich kann die nicht verpetzen. Ich würde es sonst tun. Eiskalt. Na gut. So. Dann wollen wir mal. Wir sind immer noch. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier gerade. Trinkt den Saphirwein. Genau. Wir müssen das Treffen organisieren. Dann müssen wir sie loswerden und dann können wir den Kopf, das Kopfgeld. Ah! A soft sour candy shell around a sweet purple berry flavored center. Suck it, chew it, you can do it. Bin verliebt. Oh, ist das cool? Ist das cool? Ich will hier leben. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Rizzo's mock apple cider. A hard cider for a hard life. Ja, ja, komm. Mardet. Ich glaube, das ist irgendwie kein Name, sondern ein Rang. Der Mondmann! Man kann den Kopf klauen. I picked up some weird chatter on my way in. Seemed to come from Monarch? Okay, quiet. Hast du hier deinen Kopf? Ich muss ihn nicht töten. Ich hab den Kopf einfach so bekommen. Aha! So, Geisteshaltung. Ja, hier in der Stadt können wir ruhig so rumlaufen oder so. Ja, der Hut ist eigentlich ganz cool. So, bin zufrieden. Ich hab den Hut aus dem Trailer. Hallo! Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice, it's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans. Kannst du bitte nicht so langsam reden? Ich hasse solche Sometimes Menschen. I forget. Ich muss dir eine Frage zu diesem Hut stellen. I'm bound to satisfy headgear related inquiries. Please send any complaints to our consumer care headwear division.
Alles okay da drin? Oh, I'm having a stellar day. And not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a Spacer's Choice is affordable. Wo kriege ich einen tollen so einen tollen Hut her? You would never ask if you knew what it's like in here. I mean, why anyone can be a Spacer's Choice Consumer Relations Choice Specialist. Just keep your nose clean and aim for the moon. Kannst du da drin überhaupt was sehen? I can see all of the top quality merchandise in the Spacer's Choice catalog, which is available here at a reasonable price. Das heißt, dieser Kasten in der Mitte ist vielleicht entweder der Schlitz zum Aufmachen zum Essen oder da ist ein Tablet drin. Und da stehen einfach nur die Preise, damit er jedem Kunden die Informationen geben kann. Wie putzt ihr die Zähne da drin? Spacer's Choice regrets that we don't sell toothpaste at this time, but we're always working on delivering exciting new products to our customers. Sprout Wash, Mouthwash and Mantifloss are among the exciting line of dental goods currently in development. Okay, Have a look. Zeig mal, was du so hast. Hast du irgendwas Legendäres, bevor ich dich töte? Ah, die Hüte. Lol. Moonhelm, Kostüm-Accessoire. Ah, es gibt also das Ganze auch als Accessoire. Juckt mich nur leider nicht. Ich habe meinen Hut schon. Erhöht den verursachten kritischen Schaden. Das ist natürlich geil, muss man schon sagen. Aber du hast nichts Legendäres da. Bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Naja. Aber man kann hier so viel bei dir klauen. Das ist so schön. Da. Kann ich alles gleich verkaufen. Muss nur aufpassen, dass er nicht hinsieht. Ja, ich bin auch ein bisschen am Verdursten. Ich könnte alles gebrauchen, was hier rumliegt. Dass der auch noch nicht nach hinten kommt, um zu gucken, was ich hier mache. Er denkt sich einfach nur, wo ist mein Kunde hin? Er kann ja auch nichts sehen unter der Mütze, ne? Stimmt, da wäre was. Aha. Eine Lotion, ich wollte gerade sagen, hat er nicht gerade gesagt, dass er keine Zahnpasta hat? What do you think you're doing? Lügen klappt nicht, überzeugen. Ich wollte gerade gehen. Oh, I guess, never mind then. I'm not going anywhere, you hear? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Wir kümmern uns später darum. Ich möchte erstmal die Trolle abholen kommen, wenn wir schon mal hier sind. Nachher vergesse ich das. I'm sorry. Am I causing a scene? See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Worum geht es da mit deiner Freundin? Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long and she's apparently not receiving visitors. Du magst sie nicht einmal, aber du siehst nach ihr, wie es ihr geht. Ja, genau. Moment. Du magst sie nicht einmal, aber du siehst nach, wie es ihr geht. You say that like it's weird. Ja, natürlich. Aber warum tust du das? Like I said, Jesse did me a favor and now I owe her one. I just don't like to leave a debt unpaid, that's all. Vielleicht kann ich ja mal bei ihr vorbeischauen. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Ich schleich mich einfach rein, was ist denn los? Ich komme überall rein, wo ich will. So, frag die da. Die weiß das. Medbase for crew only. Ach so. Ich sehe schon.
Ich sehe schon, ich muss mich tatsächlich da reinschleichen, aber das können wir später machen. Ich will zuerst die Troller hier loswerden. CNP Borst Pockets. Can be microwaved in 2.5 seconds. Die sind so cool, die Roboter. Ich will was kaufen von denen. You seem down. Sublight-Dienstleister. Ich will hier nicht zufällig den Typen finden, der das Kopfgeld hat. Spratwurstverkäufer. Ah ja, ich wollte was trinken, ne? Was haben wir denn hier? Energy Drink. Ja, das hat schon mal funktioniert. Zero G Brew. Oh, das macht mich durstig. Geil. Dinge, die ich verkaufen werde. Denkerschnäpschen. Es gibt so wenig Wasserteile. Ist das Wasser? Auch nicht. Geht doch. Mann. Oh, ist das eine Angel? Nee. Na gut. Was hast du zu verkaufen, Junge? You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons. Brauch keine Nahkampfwaffen, verzieh ich. Zeig mir, ob du was Legendäres hast. Hast du was Legendäres? Was hast du denn hier eigentlich für Mods? Die Tragekapazität ist ja schon mal ganz nice. Der Helm ist cool. Erinnert so ein bisschen an Fallout, ne? Oder die Mütze hier. Hacken plus 5. Nahkampf. Blocken, ja, wer braucht denn sowas? Rüstungstyp schwer, Ausweichen 7. Tarnungsfähigkeiten, ja. Gut, ich werde ja sowieso nicht getroffen, also von daher. Er hat nichts Legendäres am Start. Promenade entdeckt. Okay. Just passing through. Minding my own business. Muss ich hier durch, um da hinzukommen? Optional Auntie's Kitchen Schlüsselkarte. Oder ist sie da unten? Nee, auch nicht. Hallo, Auntie's Kitchen. Auntie greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispense. Ja, ja. Dispense protein. Ich hasse Roboter, die reden alle so langsam. Wow, ihr habt ja wirklich tolle Auswahl. Keine Ahnung, ich würde sagen. Nice. Habt ihr was zu trinken hier? Huch! Arbeiter bei Auntie Clo. Oh Gott, das will der Roboter ist jetzt wahrscheinlich nicht so nice. Kann ich den hacken? Oh. Oh, ich wünschte, ich könnte ihn hacken. Einfach so erschießen will ich den aber nicht. Untersuchen. Auntie Cleo Wartungshandbuch für Gastronomie-Roboter-Einheiten. Warnung, bitte folge allen empfohlenen Sicherheitsprotokollen, bevor du deine Einheit reinigst oder wartest. ACRSR F900 ist mit Antimanipulationssystemen ausgestattet, die einen Selbstverteidigungsmechanismus in dem Essenszubereitungsmodus auslösen können. Manipulationsschutz übersteigt dabei alle Pazifismus-Direktiven. Bitte denke auch daran, alle Schneid-, Würfel-, Hackseil-, Filetier-, Hack-, Zerlegungs- und Weichklopfinstrumente zu entfernen, bevor du Serviceklappen öffnest. Es ist extrem wichtig, dass der Rest des Handbuchs ist aufgrund von Blutflecken unleserlich. Tja. Weiß nicht, ist das jetzt ein teuflischer Roboter, der ich umbringen darf? Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht drauf losschießen. Weil ich auch nicht speichern kann. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. All ingestible proteins are cannabis unit.
Dir ist bewusst, dass in deiner Küche eine Leiche liegt, oder? This unit would clarify. There is a dent mechanic in the kitchen. User error in the maintenance of this unit's cutlery engaged several systems at once. The slicer, the grinder, the tenderizer. Hört sich nach einem echt fiesen Bug in deinem System an. This unit behaves precisely as it was engineered. Neither this unit nor its corporate proprietor claim any responsibility for the mess. Hast du doch vor, da hinten sauber zu machen? This unit is not designated for cleaning duties and cannot be compelled to accept another unit's responsibilities. Durch dieses Gerede über den Tod kriege ich Hunger. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Naja, viele haben die ja eh nicht. Na gut. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report, have you seen ja, ich würde es dir gerne sagen, aber du willst es ja anscheinend nicht wissen. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now. Ja, hier geht's zum Vorstand, ja? Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back. I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardets would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Look, just get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Whatever. We got a data. Ist wahrscheinlich abgeschlossen, oder? Nee. Is this really what you want to be doing with your life, Marcy? Public Terminal hacken, Nachrichtenadministratorzugriff. Von Jay Tennyson betreff, hat jemand Private Taylor gesehen? Betreff. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Und wie sieht's eigentlich mit der verstopften Toilette aus? Wenn Chief Gilling mir irgendwas beigebracht hat, dann, dass die Moral der Crew im direkten Verhältnis zur Qualität des Klos steht. Und ohne ordentlichen Klos gibt es auch keine Privatsphäre. Das ist menschenunwürdig. Also lasst uns das endlich beheben. An Wildkatzengruppe. Betreff Groundbreaker-Treffen. Auch wenn unsere letzten Treffen auf der Groundbreaker schon fast 20 Jahre her sind, hatte ich gehofft, wir könnten die alte Gang noch einmal zusammentrommeln. Natürlich ist heute einiges anders. Manche von uns sind jetzt Fernflieger, einige arbeiten für Konzerne, andere sind vermutlich schon tot und wieder andere fristen ein jämmerliches Dasein auf Tartarus und lesen diese Nachricht nicht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Auf meine letzte Einladung hat leider niemand reagiert. Ich hoffe, das heißt nur, dass ihr mit Familienfest und euren Jobs beschäftigt seid. Bleibt frei, Freischaffende. Ah, das ist so eine Aktivistengruppe wahrscheinlich, ne? Betreff Mega-Frachterrechte. Hey Leute, nach meiner Dashkova-Rundtour bin ich gerade wieder aufgetaut. 2 Jahre hin, 2 Jahre zurück. Ich könnt euch sicher meine Verwunderung vorstellen, als ich per Funk von dieser Groundbreaker-Crew mitgeteilt bekam, dass ich das Andocken verzögern würde. Aus einer Stunde wurden 5 und daraus dann Tage. Am Ende mussten wir eine ganze verdammte Woche auf diesem verfickten Schrotteimer verbringen, bevor wir endlich andocken durften. Weil wir die ganze Zeit natürlich nur Däumchen drehen konnten, wurde keiner von uns bezahlt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe laufende Kosten, eine Familie, die ich zu selten sehe und verdammt hohe Schulden, auch wenn ich nicht arbeite, muss ich meine Zahlung trotzdem leisten. Klingt das für euch etwa fair? Haben wir Mega-Frachterarbeiter denn keine Rechte? Wir sollten was dagegen tun. Wer mir zustimmt, schickt mir eine Nachricht. Ich antworte dann, wenn ich wieder von Gensan zurück bin, also in 3 Jahren. Er sieht für seine Familie zu selten. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn man 2 Jahre eingefroren ist, dann 2 Jahre normal eingefroren ist und dann sind 4 Jahre vergangen. Was willst du machen? Betreff Mega-Frachterrechte, was? Diese Nachricht existiert nicht?
Okay, das ist die Nachricht, die wir gerade gelesen haben. Einfach verschwunden. Suche dringend nach einer neuen Crew, die mich aufnehmen kann. Ich hänge jetzt schon seit einem Jahr in Halcyon rum. Keine Ahnung, warum ich keine Stelle finde. So lange musste ich noch nie warten, um wieder auf einen Frachter zu kommen. Ich wollte eigentlich einen von diesen seltenen Frachtern zurück zur Erde nehmen, aber ich konnte keinen finden. Und selbst die kürzeren Frachtroutinen zu den inneren Welten werden wohl heutzutage seltener befahren als die Außenwelttouren. Falls jemand irgendwelche Infos über anstehende Arbeit hat, postet sie bitte hier. Ja, würde ich gerne machen, aber wie denn? Na gut. So, die Frage ist, wie kommen wir da hinten hin? Engineering, ja. Achso, das ist eine große Tür hier. Das ist einer. Are those XF-411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the power plant? We interrupt your regularly scheduled advertisement. Da, zu der wollen wir, ne? Gibt's hier was zu klauen? Na gut. Quatschen wir sie mal an. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Zero, cooles Schiff, das du da hast, Captain. Na gut. Zero, cooles Schiff, das du da hast, Chief. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Ich würde versuchen, keine Schlägereien anzuzetteln, aber ich kann nicht versprechen, dass es nicht trotzdem dazu kommt. Ain't that always the way? Ja. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just passing through. Wenn ich mein Schiff wieder habe, geht's nach Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different. So welcome aboard. Pavati, du wolltest mit Junlei reden. Das ist deine Gelegenheit. What? I didn't think you just... Pavati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking. I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Wir stupsen sie mal an. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Du darfst dir ruhig frei nehmen, wenn ihr eure Aufzeichnung persönlich vergleichen wollt. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Gut gemacht, ja. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Natürlich. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Katze. Ist ein bisschen warm hier, nicht? Was ist los? Wie ist es so, das Kommando über dieses Schiff zu haben? Du hast nicht sonderlich viel Vertrauen zum Vorstand. Ja, das You're right. I don't. The board is after two things, bits and power. And they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Wie schaffst du es, dem Vorstand auf Abstand zu halten? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hardass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Okay. You've got my attention. Vielleicht sollten wir den Aufstand einfach... Aufstand.
wie heißt das? Den Vorstand. Aufstand. Den Vorstand einfach mal vernichten. Hier ist ein bisschen warm hier, nicht? Was ist los? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Okay, warum hast du es noch nicht repariert? Only the board has access to new parts. And I won't let them swindle me into a corner. Gibt es keinen Spielraum für Kompromisse? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Ja, wen juckt's? Du brauchst jemanden, der sich darum kümmert und meine Preise sind angemessen. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Schon wieder in den hinteren Buchten. Ich kümmere mich darum. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Also gibt's doch quasi eine Zone, wo man kämpft, okay. Können wir das nicht mit den Leuten da unten ausdiskutieren? Those idiots are immune to reason. And they don't much care if the station melts to pieces. They're content to die last. If you could find some way to solve this without violence, I'd prefer that. But more than anything, we need those parts. Ja, gut. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Alles klar. This is House Around News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Remember Auntie Cleo? Because she remembers you. When you were sick, who took your temperature? When you were hungry, who gave you a needle full of love? Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug today? This story brought to you by Halcyon News. All the news that's fit to broadcast. Alles klar, Tantchen. So. Wo wir jetzt hier irgendwie weitermachen. Wolltest du nicht mit ihr reden? Hallo? Are we gonna get in trouble today? Not that. Was war das denn gerade mit Junlei? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Klingt, als wäre da jemand ein bisschen verknallt. What? No. Maybe? I don't... It's like somebody breached into my head and pulled out what I didn't know I wanted. You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? Zu einer Beziehung gehören schon mehr als nur starke Oberarme und ein gemeinsames Berufsfeld. I reckon there's worse places to start. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just, she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Ja gut, dann geh du mal zurück zum Schiff. Sure thing, Captain. I'll be waiting back at the Unreliable if you need me. Plop. Hätte jetzt gereicht, wenn sie gelaufen wäre. So. Was sagen unsere Quests? Kehre zu Unreliable zurück und frage Parvati nach Junlei. Haben wir doch gerade gemacht. So, Krankenstation. Da, wer ist da? Das machen wir jetzt hoch, guck mal. Da sind wir direkt schon hier. Die unteren Buchten oder hinteren Buchten, whatever. Jetzt geht's endlich wieder los mit dem Rumgeballer. War fast zwei Folgen hier damit verschwendet, da zu quatschen. Hey McRed, were you expecting any company?
A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Ich könnte mit ihm reden. Ich könnte ihn auch einfach wegballern, ne? Oh. Houston, wir haben ein Problem. Nein! Nein, lasst mich doch gehen! Kann ich die Tür zumachen? Nein, kann ich nicht. Wir haben jetzt gespeichert, stimmt. Wir können gucken, was passiert, wenn ich mit dem quatsche, aber ich will ihn eigentlich töten. Ja, Leute, und damit endet diese tragische Folge mit einem Tod. Wir haben Parvati zum Glück zu ihrem Liebling geführt. Und seltsamerweise, obwohl ich sie angesprochen habe, ging die Quest irgendwie nicht weiter. Jetzt muss ich zurück zur Unreliable, aber es geht wahrscheinlich nicht, weil unser Schiff, beschlagnahmt wurde. Ich bin gespannt, wie wir da überhaupt rauskommen. Mal gucken. Aber erstmal muss ich diese Deppen hier beseitigen. Und das mache ich in der nächsten Folge. Ciao.